Hallöchen Leute. Ich habe einen Text geschrieben, der ist für mich, aber auch für Sven und Kim und Barbara und vielleicht auch für einige der Leute, die heute hier im Publikum sitzen. Es ist nämlich so, dass nach der Wahl eines Rechtspopulisten in den Vereinigten Staaten die Zahl der Hassverbrechen dort drastisch gestiegen ist. Und gut, Amiland ist ja sehr, sehr weit weg, aber Hassverbrechen sind es nun mal leider nicht. Mein Text heißt Das blaue Kleid. In meinem Kopf ist ein Kleid, es ist wunderschön, perfekt geschnitten, es glitzert und funkelt blau. Wer es anhat, ist auch wunderschön. Es begann alles in meinem Atelier. Ich wollte ein neues Schnittmuster für ein Kleid probieren und hatte gerade keine Models zur Verfügung. Ich hätte warten können bis morgen, übermorgen, aber der blaue Stoff berauschte mich. Dieses Kleid konnte nicht warten. Also bat ich ihn auszuhelfen. Ich stach ihn mit Nadeln, maß ihn tausendfach aus und ließ ihn Ewigkeiten rumstehen. Doch es lohnte sich, denn dabei entstand das Kleid, sein Kleid. Es war Liebe auf den ersten Stich. Er wollte es behalten, kaufte es mir sofort ab. Ich war stolz, ihn so zu sehen. In den 40 Jahren meiner Karriere habe ich noch nie etwas geschaffen, das jemanden so glücklich machte. Doch natürlich hatte ich auch Bedenken. Ich wollte ihm ja auch warnen, was sagen. Doch er wollte nichts wissen, nichts hören. Was er wollte, war, diesen Glanz auch in die Stadt zu tragen. Also ging er. Er besitzt ein Kleid. Es ist wunderschön, perfekt geschnitten. Es glitzert und funkelt blau. Wenn er es anhat, ist er verängstigt und wird gehasst. Die Leute in der Bahn schauten ihn an. Er dachte zuerst, sie streichelten ihn mit bewundernden Blicken. Doch dann sah er die stechende Verachtung, spürte das vielerlei Maß, an dem man ihn maß. Hey, sieh doch mal, sowas geht doch nicht. Hat der denn keinen Vater, der sich schämt? Sie murmeln und flüstern und reden, doch er versteht nicht, was sie meinen. Schnell steigt er aus, um draußen auf der Straße etwas Luft zu bekommen. Doch die Blicke hören nicht auf und die Rufe beginnen. Lauter werdend johlen sind sie hinter ihm her. Er will weg, hebt mit beiden Händen das lange Kleid, fängt an zu rennen. Die Umgebung wird unscharf, scharf Linkskurve an den Häuserblocks vorbei. Er rennt doch, sie werden schneller. Seine Lunge brennt, sein Herz pocht, das Kleid flattert im Wind. Wie ein blauer Wirbelsturm prescht er vor, immer weiter, immer weiter. Der Asphalt unter seinen Füßen knirscht bei jedem Schritt. Aber die näher kommenden Schreie sind lauter. Er kann nicht senken, außer weiter, schneller, weiter. Seine Beine fühlen sich immer schwerer an, aber er kann nicht aufhören zu rennen. Atem, Schritt, Kurve! Sackgasse. Nachdem sie mit ihm fertig sind, ist seine Haut blau und das Kleid nicht mehr so sehr. Er schleppt sich zurück in mein Atelier und versteckt das Kleid tief in meiner Truhe, damit niemand es jemals wieder sieht. Er besaß ein Kleid. Es war wunderschön, perfekt geschnitten. Es glitzerte und funkelte blau. Wenn er es anhatte, passierten schlimme Dinge, die er nicht verstehen kann. Und er fragt mich, wieso die Menschen denn so böse sind, wenn Jungs Kleider tragen. Und ich antworte ihm, dass sie auch ziemlich böse waren, als Frauen damals mit Hosen anfingen. Und er fragt mich, wieso nicht einfach verdammt nochmal jeder so sein darf, wie er möchte. Und ich muss ihm leider antworten, dass Menschen lieber Dinge in Truhen sperren, bei sich und anderen. Ich nehme etwas von der blauen Seide, aus der ich auch sein Kleid machte, und mache ihm daraus eine winzig kleine Schleife. Wir stecken sie in seine Jackentasche, damit er immer weiß, dass sein Kleid noch da ist. Egal, ob Menschen ihn messen und bewerten oder mit Worten und Blicken durchbohren und stechen. Er liebt dieses Kleid eben bis zum allerletzten Stich. Er besitzt eine Schleife. Sie ist klein und blau und ein schwacher Trost. Doch besser als nichts. Wenn er sie in seiner Jackentasche fühlt, dann hofft er.
dass irgendwann jeder so sein darf, wie er möchte. Dankeschön. Thank you.